Herr Minister, Sicherheitsoffensive haben Sie gestartet. Welche Auswirkungen hat das für die Burgerland? Ich glaube, dass es ein gutes Anrecht der Bevölkerung ist, auch der burgenländischen Bevölkerung, möglichst sicher leben zu können. Und Sicherheit wird immer dann gewährleistet, wenn es uns gelingt, gemeinsam, in diesem Fall eben zwischen dem Land Burgenland und dem Bundesministerium für Inneres, an vielen notwendigen Schrauben zu drehen. Sicherheit ist kein statischer Zustand, sondern muss weiterentwickelt werden. Und genau diesem Projekt dient dieses Übereinkommen, das wir heute mit dem Land Burgenland auch geschlossen haben. Das heißt, wir drehen an verschiedenen Schrauben. Wir wollen nachbessern im Bereich der Cyberkriminalität zum Beispiel. Wir wollen dafür sorgen, dass die burgenländische Exekutive auch mit der entsprechenden Mannstärke ausgestattet ist. Wir wollen dafür sorgen, dass die burgenländische Polizei auch die Trainingsmöglichkeiten für Einsatztrainings hat, die es braucht, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Wir wollen dafür sorgen, dass wir die notwendige Infrastruktur sowohl im Grenzbereich als auch für Kontrollen im Hinterland haben. Und alles das ist in dieser neuen Leitlinie auch festgeschrieben und alles das werden wir gemeinsam mit unseren burgenländischen Freunden umsetzen. Landeshauptmann-Stellvertreter hat er in Leben die Sicherheitspartner gerufen. Wie stehen Sie dazu? Ja, wir haben ja auf Bundesebene, möchte ich sagen, mit dem Projekt gemeinsam sicher etwas Ähnliches. Im Grunde genommen geht es darum, dass man moderne Polizeiarbeit so versteht, dass Sicherheit kein eindimensionaler Prozess ist. Also die Zeiten sind lange vorbei, wo man sagt, nur die Polizei ist dafür zuständig, sondern es muss uns gelingen, die Bevölkerung mit in das Projekt Sicherheit einzubinden. Und das ist das Ziel. Das ist das Ziel unserer Initiative gemeinsam sicher und das ist das Ziel der Sicherheitspartner, die ja der Hans Schürz ins Leben gerufen hat. Und deswegen glaube ich, haben wir ein gemeinsames Ziel und dann könnte man schauen, ob man gemeinsam sozusagen auch hier erfolgreicher sein können. Eine kleine Frage noch von mir. Die Burgenländer möchten wissen, ob das die Grenzkontrolle weiter bestehen bleibt. Ja, also ich gehe davon aus, bis jetzt enden sie am 10. Mai. Ich möchte haben, dass sie auch am 11. Mai und die kommenden 6 Monate entsprechend weitergeführt werden. Darauf werde ich auf europäischer Ebene drängen. Dann sage ich danke und willkommen im Burgenland. Dankeschön.